Liebe Anwesende, ich glaube an Veränderung durch Menschen und Mitmenschen. Und die haben wir erleben dürfen. Und deswegen sage ich mit dem Dank, dass ich das hier erleben darf mit so vielen Frauen. Das zeigt doch, dass wir Veränderungen herbeigeführt haben. Und darauf sind wir stolz. Jetzt werden die einen sagen, ja, ihr habt auch Frauenförderung bekommen. Das hätten wir auch ohne Frauenförderung geschafft. Aber was wir nicht geschafft hätten, wäre, uns öffentlich sichtbar zu machen. Ich erinnere mich an die Quote. Da wurde immer gesagt, das brauchen wir nicht mehr für Frauen. Schauen Sie sich mal in Ländern um, auch in Bundesländern in Deutschland, wo es keine gibt, wie viele Frauen denn da sind. Wir brauchen Schritte. Aber ich möchte Ihnen sagen, Vielfalt. Ich habe heute Abend nicht einmal Defizit gehört. Viel zu viel Emotion. Emotion. Wer keine Emotionen hat, die sind durch unseren Verstand zu regulieren, zu kontrollieren. Aber ohne Emotion wird die Welt bitterkalt und abweisend. Deswegen erhaltet euch eure Gefühle. Es gibt eine kognitive, eine emotionale und eine soziale Intelligenz. Und wer nur den Kopf einsetzt, so habe ich es noch gelernt, Contenance, denkt ständig daran, euch zu disziplinieren. Das kann auch ein Übermaß sein, sich ständig zu disziplinieren. Es muss raus. Und das macht bitte. Meine zweite Anmerkung ist, wir haben nicht eingehalten mit Bitten. Das haben wir lang genug getan. Immer wieder gebeten, macht mal was. Entscheidend war das Durchsetzen von Rechten. Und da möchte ich Ihnen sagen, das gilt für alle. Und wir beharren hier nicht aus und erklären, jetzt brauchen wir nicht mehr. Ich sage Ihnen mal, ist nicht durchgekommen in dieser Wahlperiode von der Teilzeit wieder zur Vollzeit. Keine Gerechtigkeit gegenüber Frauen, die lange Familienaufgaben wahrgenommen haben oder Pflegeaufgaben. Und wir stehen in einer Situation, wo wir über Altersarmut sprechen. Jetzt wurde eben gesagt, diese jungen Leute da in Baden-Württemberg, die haben das erste Mal in der Koalitionsvertrag Grundeinkommen, was viele Länder schon haben. Darüber müsste jetzt gesprochen werden, nicht in 30 Jahren. Also rechtzeitig die Dinge angehen. Wenn wir von Vielfalt sprechen, ist mir wichtig, denkt auch daran, dass der andere anders ist. Und anders sein, da haben wir große Schwierigkeiten. Wir haben Fortschritte gemacht, aber wir fallen auch immer wieder zurück. Und wenn Freitag über Ehe für alle abgestimmt wird, die es wollen natürlich, wer es nicht will, aber es geht doch darum, dass sie Verantwortung füreinander übernehmen. 31 Mal war es im Rechtsausschuss. Es ist jetzt fällig und wir sollten es gemeinsam tun. Ich werde jetzt nicht politisch, unsere Kanzlerin zahlt dafür wieder mal, aber sie hat es genial gemacht. Das Dritte, was mir wichtig ist, wenn wir an die Unterdrückung in der Welt denken und an die Frauen, die oft an vorderster Front kämpfen, in den ärmsten Ländern und Veränderung bringen, dann kann unsere Marschroute jetzt nicht heißen, wir brauchen ganz viel Aufrüstung. Wir brauchen ganz viel Entspannungspolitik. Das haben unsere großen Vorbilder in den 60er, 70er Jahre bis 89 getan. Auch Willy Brandt war furchtbar enttäuscht, dass er allein gelassen wurde und hat dann gesagt,
Ich versuche es jetzt mit Entspannungspolitik. Auch die war kontrovers in unserem Land. Aber behaltet euren, was das fand ich heute Abend wunderbar, euren Führungsstil. Der ist anders. Wir brauchen heute, ob Männer oder Frauen, eine kooperative Führung. Natürlich bedarf es dazu Leitpersonen, aber es geht nicht ohne Führung und ohne Kooperation. Und sorgt dafür, dass wir als Deutsche in Europa, in der Welt, den anderen Frauen Mut machen, diesen Schritt zu tun. Wir sind oft so sehr mit uns selbst beschäftigt und könnten, wenn wir unsere Stimme erheben, wie das hier heute erfolgt ist, mit Migranten und ohne. Ich fand es sehr gut, dass wir wenigstens zwei hier dabei hatten. Es müssten viel mehr sein und sie bereichern uns, sie bringen. Und das könnte ich von vielen anderen Berufen sagen. Wir haben bewiesen, dass wir in allen Berufen Fähigkeiten haben. Potenzial. Wie oft ist heute gefallen, Frauen stark machen. Sie sind viel stärker, aber immer noch denken sie öffentlich, haben es die anderen zu sagen. Nein, wir können es nur gemeinsam tun. Und dazu möchte ich Sie auffordern. Es warten viele, ob auf dem Balkan, wenn Sie sich da mal umschauen, welche Kraft die Frauen in Albanien entwickeln, welche Kraft sie in Afrika entwickeln, in vielen Teilen der Welt, dann lassen wir uns nicht erschrecken durch diejenigen, die uns die Freiheit nehmen wollen. Da sind wir stärker und gerade wir Frauen sind gefordert, dies zu tun. Ich freue mich, dies heute erlebt zu haben. Dazu sage ich noch einen Satz. Das geht nicht nur mit Erfolgen. Bin auch oft gescheitert. Aber ich muss Ihnen sagen, eins, und dabei haben mir viele geholfen, und keiner kann es allein. Am nächsten oder am übernächsten Morgen wieder aufgestanden, das wollen wir doch mal sehen. Nicht aufgeben. Danke euch. Für Sie halten, weil ich will jetzt auch die anderen Preisträger zu sehen. Aber die Männer können sich mal hinter Sie stellen.